Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Gaming Let's Play. Und checkt auch gerne meinen Partner, nennt Gamersolm, Licht Modding, BL Gaming, Hackman War Modding und rund ums Roleplay aus. Würde mich freuen und wie wir sehen, wir sind hier wieder im LS unterwegs, wer hätte gedacht. Und wie letztens habe ich hier die Mission hier gemacht. Problem ist nur, ich weiß nicht wohin damit. Ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, ob das ist, was ich jetzt mal hoffe. Ich habe im Vor Mission zu machen, und zwar im Gruber-Missionen. Da schauen wir mal, ob wir es ohne Mission abzubrechen machen können. Wenn müssen wir es halt abbrechen, schweren Herzens. Aber wir gucken mal, Feld 31, das klingt geil. Das Grubern, das ist nicht mehr so riesig, würde ich sagen, machen wir Feld 31 Grubern. 500 Dings sind, dafür haben wir hier große Maschinen. Ich denke, wir wollen alle große Maschinen mal wieder sehen. Das heißt, wir haben Gerät aus. Warten beim Händler zum Befüllen. Okay, das kann man. Das heißt, das da lassen wir einfach so. Wir lassen hier die einfach auch so stehen. Und ich schaue dann trotzdem weiter, weil ich habe nichts gefunden, wie ich sehe. Ich werde es weiter schauen. Vielleicht, wenn ihr eine Idee habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wird mich freuen. Und wir schauen mal, wo jetzt da hier der Shop ist, hier, weil wir müssen hier dann zum Feld 31, das ist hier unten. Starten wir mal den Motor und schauen uns dann mal hier das ganze Ding mal schön an. So, ich bin noch nie eigentlich mit so einem großen gefahren, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Von dir fahre ich sowieso meistens selten. Aber ich glaube, es ist etwas sinnvoll, das Gewicht dran zu geben. Das ist ja gleich auch immer am sinnvollsten als erstes. Bevor wir mal das Riesenteil dran geben. So. So, da haben wir zum Beispiel Reh. Da ist gerade auch wieder eins gespawnt. Da spawnen gerade Tiere, Rehe. So, und dann sagen wir hier Kuh und uns an, und dann geht es hier auf zum Feld. Und dann, bevor ich dann noch ein paar Sachen sage, beantworte Frage, haben wir hier wieder einen Riss. So, wir blinken mal und fahren mal und folgen den Baum fast. So, ich komme damit jetzt mir noch nicht klar mit den Riesen drum. Nachdem wir hier nur kleine Fahrzeuge fahren, so ist es da trotzdem ein Unterschied daran, wenn wir mit den Riesen Ding fahren. Aber ja. Und zwar, es gibt ein paar Neuigkeiten, was ich unbedingt euch mal erzählen möchte. Und zwar, der Server, der ist jetzt offiziell jetzt umgezogen. So, gerade jetzt bei der Aufnahme tut nämlich noch ein Backup erstellen, damit die Daten dann auch wirklich sicher sind, und dann kann ich es auch freigeben. Wir müssen, ich würde sagen, hier dann gerade dann nach links, und dann sollte man sich auf der Minimap wieder sehen. Und ja, noch eine große Sache, und zwar habe ich mir jetzt dann überlegt, dass ich jetzt einfach auch einen Upload-Plan und einen Streaming-Plan mache. Ich kann aber jetzt schon sagen, alle Angaben ohne Gewähr. Das heißt, es kann sich auch Sachen ändern. Es kann auch sein, dass sich welche Sachen jetzt dann vielleicht verändern oder nicht so sind, wie es geplant ist. Geplant ist jeden Montag, Mittwoch und Sonntag ein neues Video. Uhrzeit weiß ich noch nicht, da bin ich auch schon überlegen, wird eine fixe Uhrzeit vielleicht oder vielleicht auch nicht. Was ich auch versuche, ist auch live zu streamen auf Twitch. Gerne unten in der Videobeschreibung Link dazu, zu Twitch TV. Oder einfach auf twitch.tv/gaminglet'splay.eu oder einfach auf Twitch.tv gaminglet'splay.eu suchen, dann findet ihr mich schon. Und zwar habe ich dem vor, jeden Samstag ab 20.30 Uhr live zu sein. Weil manche, ja, warum nicht 21 Uhr und so, da habe ich halbe Stunde länger Zeit. Da können wir halbe Stunde länger streamen. Es wird aber dann verschiedene Projekte auch geben. Das heißt, da werde ich eben verschiedene Simulationen streamen und sowas eben. Streamen habe ich dann eben vor so ungefähr 1 bis 2 Stunden auf jeden Fall. Zumindest eine Stunde möchte ich schon schaffen, live zu streamen. Also, da wird dann sicher was Geiles auch.
nachdem ich jetzt vorhabe, eben mich wieder sozusagen so wirklich temporär zu machen, wo ich dann sage, so, eben Montag, Mittwoch und Sonntag kommt ein neues Video, werden auch meine Videolängen vielleicht ein bisschen kürzer. Ich versuche aber trotzdem jetzt nicht zu spät zu sein, wo ich dann jetzt zum Beispiel sage, so, wer so steht im nächsten Video so, das will ich nicht. Also es wird schon zusammenpassend sein, wenn ich dann sage, so, und dann beim Ernten zum Beispiel, dann tun wir dann ernten, geht es dann nächstes oder so. Das ist, glaube ich, nämlich in Ordnung. Ich glaube, da hat man nichts dagegen so. Aber so finde ich, will ich schon das Ganze ein bisschen hart finden, wenn ich dann jetzt einfach so sage. Wie ich gesehen habe, GPS, Zolls oder VCA, so irgendwas gibt es ja schon so. Ich habe beides nie verstanden, ich habe beides nie genutzt. Deswegen bin ich, glaube ich, einer wenigen, dem es nicht gestört hat, dass es jetzt nicht gibt. Weil ich habe so oder so damit nie was im Hut gehabt. Gerne können Sie mir das auch in den Kommentaren erklären, sozusagen, wie das funktioniert und solche Sachen. Würde mich eigentlich sehr freuen. Und wenn, habe ich immer auch vor, dass dann jetzt öfter, ich dann auch live bin, vor allem dann jetzt bis am Ende des Jahres so, da habe ich dann jetzt öfters ein bisschen Zeit. Ich werde unter der Woche zwischendurch Vormittag, Nachmittag so streamen. Abend werde ich dann wahrscheinlich eher dann nur Samstag streamen. Aber schau mal, was uns das Ganze alles bringt. Ich würde mich natürlich freuen an alle, die dabei sind. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. So, hat jetzt das Ganze hier, jetzt ist schon hier das letzte Teil hier genommen. Ja, schaut schön aus. So. Und dann geht's Abmarsch hier weiter. So, und es kam jetzt noch die letzte Zeit eher weniger so. Es war unter anderem ein Problem mit meiner Speicherkapazität so. Das Speicher einfach voll war so. Aber das ist auch geregelt, das heißt, es steht nichts im Weg, regelmäßig Content euch zu bringen. Also könnt ihr euch einfach auch darauf freuen, regelmäßig was zu erleben. Hier auf meinem YouTube-Kanal, deswegen auch gerne Like lassen, Abo da lassen und gerne auch das Video teilen, würde mich freuen, denn das vorherige Video, bevor das Video jetzt online kommt, das vorherige ist eben ein Drums in München Video, wenn ich mich noch recht entsinne, und auf meinem Discord-Server könnt ihr auch gerne beitreten, auf der Videobeschreibung verlinkt, da habe ich eben auch angekündigt, bis auch geschrieben, das war nämlich mein 130. Video. Der YouTube-Kanal ist dann, glaube ich, bald schon 7 Monate bestehen. Glaube ich, am 15. Dezember ist es 7 Monate. Also freut mich umso mehr. Und da möchte ich da mal ganz kurz was sagen, denn mit NetGamers habe ich eben, wenn das Video erscheinen wird, weiß ich noch nicht. Ich schaue, wie ich so vielleicht ist. Dann, wenn ich jetzt noch Lust habe, gleich dahinter noch ein Video aufzunehmen, dann ist es dann vielleicht auch dann das Sonntag-Video, was das heutige, oder erst das Montag-Gicke, weiß ich noch nicht. Zumindest am Dienstag, den 7.12., habe ich eine 5-monatige Partnerschaft und am 7. Januar sind es dann insgesamt 6 Monate. Da wird es auch was Geiles geben, beziehungsweise habe ich vor einem Livestream dort dazu machen, denn am 6. Januar habe ich Geburtstag, das freut mich auch umso mehr. Deswegen wird das dann so ein Geburtstag, 6-monatiger Livestream werden. Also da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Da bin ich jetzt schon mal überlegen, was ich so ungefähr mache. So natürlich der LS darf ich nicht fehlen. Ich werde aber auch ein paar Sachen machen, die ich sonst auch gerne sozusagen zocke, die ich dann eher weniger Videos kommen. Zum Beispiel unter anderem GTA und LSBTFA, weil das Problem ist, es wird, wenn einseitig, genauso zum Beispiel Drums in Vienna durchsuchten dauernd, dann was durch noch suchten, nicht durch der Bass durch zum Beispiel dauernd suchten. Also es gibt Sachen, die ich dauernd suchte und die auch ich geil finde und so, und das werde ich halt beim Lassen dann einfach so machen. Ich habe auch ein paar Sachen, die ich eben gerne auch zocke und auch zeigen würde. Zum Beispiel unter anderem, was mir jetzt gerade, mal auf mein Feld. Ich habe und brauche den Winter Resort Simulator. Da kann ich überlegen, ob ich da auch ein Let's Play mache dazu. Denn das habe ich mich gleich im Sommer oder Anfang Sommer eben. Und da hat es einfach nicht dazu gepasst. Jetzt
Videos dazu basteln. Das heißt, es wird, denke ich, ein, zwei Videos dazu geben. Je nachdem, wie viel Spaß mir es macht und so, kann ich mal wieder rein suchten und gucken, wie es ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der LS ist bis jetzt noch immer eines der besten Simulatoren, die es da draußen gibt. Ich muss aber auch hoffen, der LS ist nicht mein Lieblingsgame, aber Simulation her ist es wirklich ganz, ganz geil. Also, wenn ihr den LS noch nicht habt, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung euch den LS kaufen. Kriegt ihr es auch billiger über den Link in der Videobeschreibung und unterstützt mich auch dabei. Also besser kann es ja nicht laufen. Deswegen einfach gerne auschecken, falls ihr noch nicht habt, genauso den Season Pass, falls ihr nicht habt, könnt ihr genauso auschecken. Würde mich freuen. Und heute, wo ich es aufnehme, ist schon der zweite Advent. Weihnachten kommt näher. Freut mich. Das Problem ist aber einerseits, mein Weihnachtsgeschenk habe ich schon, das ist die Festplatte, damit ich jetzt aufnehmen kann. Das heißt, Weihnachtsgeschenks will ich geben oder kommen wir jetzt mal nichts Großartiges. Deshalb liegt jetzt dann meine Freude an Weihnachten ein bisschen weniger, ein bisschen starter. Weil was willst du denn? Also. Aber. Was willst du denn? Also. Weihnachten kommt halt, das was mich darauf freue, ist eben das Essen. Genauso hoffe ich, dass am 6. Jänner Restaurants bei uns offen haben, denn ein kurzes Essen wäre mal wieder so himmlisch, wie ich auch schon im letzten Video gezeigt habe. So. Also da würde ich mich sehr freuen darüber. Wir mal schauen, was uns die Corona-Krise bringt, was die uns sagt, ob sie sagt, ja, macht's was wollt, oder ob sie sagt, nee, bitte nicht. Wir werden es sehen, ich hoffe natürlich auch das Beste so, aber ich will ja trotzdem jetzt nicht sagen so, ich gehe jetzt dort hier und tue essen so und gefällt vielleicht andere so, aber das will ich trotzdem nicht. Also, ein Incentive für uns einfach, weil es kann jeden von uns treffen und so, also ich weiß nicht, wie es euch vielleicht daran geht oder so, aber ich denke schon so, bei manchen Sachen denke ich, die Regierung hat schon was komisch gemacht, man denkt mir, ob ein bisschen mehr jetzt sein können oder so, aber jeder hat eine andere Meinung. Wir wissen, Corona ist Corona und wird leider Gottes sicher immer bleiben, nur hoffentlich wird es dann mal so sein, dass Corona einfach wie ein Schnupfen ist, man hat es halt, aber man kann nicht mehr dran sterben. Das ist, glaube ich, der Wunsch aller, weil wegkriegen wir es das nicht, wenn kommt es immer wieder, aber wir müssen damit einfach leben. Es dauert halt noch ein bisschen, aber ich bin guter Dinge, dass wir es dann jetzt dann nicht mehr sehr lange haben. Ich weiß, es ist am Anfang auch so, ja, lang werden wir es nicht haben und solche Sachen. Haben wir ein bisschen länger. Also, es dauert einfach eine Zeit. Ja, wie ich schon sagt, wie gute Erinnerungen kommen und gehen. So wie denke ich, dass wir es auch gehen und immer wieder kommen. Hoffentlich kommt es dann in einer Form, wo man sagen könnte, so, nee, tut mir leid, wir haben was dagegen, kann sich wieder verabschieden, so. Aber ja, aber ich glaube, auf YouTube hier versuche ich auch eben wenig drüber zu reden, sozusagen, wenn halt so eher das Lustigste darzustellen, sozusagen, weil es ist einfach für Unterhaltung, ist YouTube da und nicht für die ernste Lage. Dazu können Sie gerne News Center auschecken oder solche Sachen, dazu bin nicht ich zuständig und habe es auch nicht vor zu machen. Also keine Sorge an alle, die jetzt denken, oh Gott, jetzt redet er nur noch davon. Nee. Ich möchte euch unterhalten, ich möchte, dass ihr meine Videos guckt, nicht weil ich irgendwelche eine nackte Wahrheit sage, sondern weil ich einfach eine Unterhaltung euch biete. Deswegen komme ich euch auch mit einem Schritt nehmen, indem ich sage, so, Montag, Mittwoch und Sonntag kommt ein Video, Samstag bin ich live, damit ihr wisst, okay, da kommt was, es kann sein, es wird auch sicher sein, dass nicht immer was kommen kann und wird, weil das Problem einfach ist, jetzt geht es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, es kann auch sein, dass dann täglich ein Video kommt, das freut euch, glaube ich, dann eher mehr, als wenn dann mal kein Video kommt, deswegen versuche ich auch, wenn ich vorproduziere, dass ich die Videos dann beiseite lege und nicht so wie ich bin, sofort hochladen möchte am liebsten. Das heißt, es wird auch Videos vorproduziert. Ist vielleicht aber spurzweit links, habe ich das Gefühl. Hätte ich besser machen können, aber es
geht auch schlimmer, ich hätte genau die gleiche Spuren fahren können. Aber ja, so. Und gerne können Sie mich auch unterstützen, indem ihr bei Instant Gaming einkauft, shoppt eure Games, gibt es nicht nur billiger und mit 100%iger Garantie, dass das Game ja auch in dem Preis kriegt, mit dem ihr zahlt. Aufpassen nur, wenn man jetzt aus Österreich, Deutschland ist, sind es andere Preise unterschiedlich. Du darauf aufpassen. Ich habe von dort selber gleich insgesamt 5 Games und kann samt Preis unschlagbar und bei Steam einwandfrei kein Problem beim Einlösen. Also ist einfach wirklich vollkommen zu empfehlen. Also ich empfehle auch generell nur Sachen, die ich selber nutze, wo ich selber mit Erfahrung habe. Zum Beispiel mein Spenden-Ding könnt ihr unten in der Beschreibung. Nine.ly/EU/spenden. Nine.ly ist mein eigener URL-Shortener Domain, das heißt, alle Kurzlinks, die halt ziemlich lang sind, sind zusammengefasst und führen über Nine.ly. Nine.ly ist auf gleichem Server wie meine anderen, das heißt, Sicherheit ist so wie bei den anderen geboten. Ich achte wirklich stetig auf die Sicherheit, das heißt, wenn ihr euch registriert oder so, braucht ihr keine Sorgen haben. Ich habe SSL, ich tue meinen Server dauernd auf Malware überprüfen und solche Sachen, damit ja die Daten sicher sind. Also könnt ihr dann wirklich euch registrieren, ohne irgendwie Angst zu haben, dass eure Daten dann irgendwie in falsche Hände kommen, denn ist das einzig der Mailadresse, Passwort und solche Geheimsachen, sowas sehe ich natürlich nicht als Administrator oder andere Teammitglieder. Also da könnt ihr sehr beruhigt sein, wenn ihr euch registriert, dass sozusagen eure Daten sicher sind, vor allem dann, wenn ihr jetzt irgendwelche Sachen angibt oder solche Sachen, so Name zum Beispiel oder so. Ich weiß nicht, was sich Leute immer drunter falsch so, oh Gott, oder so. Ich denke mir so, was fange ich jetzt mit dem Namen an? Schön, ich kann ihm jetzt eine Mail schreiben. Mit Herr, Frau und kann den Nachnamen schreiben. Schön. Aber wem bringt das? Wem bringt das was? Also ob mir das jetzt was bringen würde, dass ich jetzt Leuten anschreibe und sag Hallo, Servus, A, B, C. Das bringt ja keinen was. Deswegen gibt es auch keine Mails. Weil ich habe jetzt nicht so, wenn ihr YouTube schaut, wenn ihr mich abonniert habt, kriegt ihr sowas. Im Forum wird sowieso automatisch ein neues Thema erstellt mit dem Ganzen. Genauso bei Discord kriegt es Benachrichtigung, das heißt, ich brauche jetzt nicht eine Mail verschicken, wenn ein neues Video online geht. Ich werde aber, denke ich, mir trotzdem vorbehalten, dass ich zwischendurch vielleicht einfach auch so Mails verschicke, wo ich einfach Informationen dazu schicke, wenn es Änderungen gibt daran und solche Sachen. Das werde ich, denke ich, wahrscheinlich schon machen. Aber solche Newsletter, wo ich dann sage, so, ich schreibe jetzt irgendwas rein, damit ich was zum Schicken habe. Nein, also brauchst du keine Sorgen haben, wenn ihr eure Mailadresse angibt. Ihr könnt es einfach irgendeinen nehmen, weil so viel kommen wird davon nicht. Das müsst ihr euch dann bei der Registrierung müsst dann eben akzeptieren und solche Sachen. Ganz klar, weil ich möchte ja trotzdem Spam vorkehren, also dass jetzt keine Spam-Accounts erstellt werden, die eben dann falsch genutzt werden oder so. Weil es soll ja trotzdem sicher sein. Deswegen ist es auch so, dass ich einen Schritt gemacht habe, dass man dann eben die Mailadresse bestätigen muss, damit man es nutzen kann. Weil sonst würde er sich mit einer E-Mail-Adresse machen und das wollen wir natürlich nicht. Genauso sind auch eben bei meinem Fall mit Tools, damit dann zum Beispiel Spam-Mails und so ist, die schon wo gemeldet worden sind, dass dieser kann und sowas halt auch. Ich will mir da was sagen, wenn ihr Lust habt, einfach mal Fall registrieren, ist kostenfrei. Ist leider mit Werbung, weil irgendwo muss ich ja die Ausgaben, die ich dafür habe, irgendwie auch wieder einnehmen, auch wenn es derzeit bei 0 Euro sind. Aber ich bin optimistisch, genauso was ich eigentlich sagen wollte bei meinen Spenden. Ihr könnt mir gerne was spenden, würde mich tierisch drüber freuen. Und ich nutze eben das Tool im Tipestream. Tipestream habe ich selber auch schon Leuten ausgespendet. Und ich kann dann auch von eigener Erfahrung her sagen, als Creator vom Erstellen, aber auch als selber eigener Spender sozusagen, der eben Leute was gespendet hat auch schon mal, dass er wirklich sicher ist und ich wirklich einfach auch empfehlen kann darüber. Weil bei anderen hat man dann so viel Provision und solche Sachen und so. Und Tipestream ist wirklich einfach einzigartig und extrem gut. Das heißt, für alle, die irgendwas was spenden wollen, irgendeine Spendenseite vielleicht auch suchen, kann ich dieses Tool einfach empfehlen. Ich bin gleich ein bisschen schief, schaut es gerade so aus.
So, ich glaube, ich muss jetzt trotzdem ein bisschen weiter nach links um. Nach rechts, besser gesagt. Links, rechts, Schwäche wieder einmal am Start. Freue mich umso mehr. Ja. Aber da können Sie mich gerne unterstützen. Würde mich einfach nur drüber freuen. Und als Danke könnt ihr auch dann gerne mich auch anschreiben und sagen, so, ich habe gespendet, dann halt einfach so gespendet, hab so halt irgendwie. Und dann kann ich euch auch gerne in meinen Videos erwähnen. Und so auf Discord und solche Sachen auch. Also, ja. Aber auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall den YouTube-Kanal abonniert, bei Twitch vorbeischaut. Discord und all möglichen Sachen. Ihr kennt das Spielchen. Und deshalb bin ich auch auf der Suche. Muss ich ganz offen ehrlich sagen, irgendwelche Leute, die Lust haben, mit mir zusammen irgendwas zu zocken. Es ist egal, was für ein Game oder so. Ich schaue mir dann halt die Games an, du mich entscheiden, ob ich es vielleicht kaufe dann oder nicht. So, dass man halt vielleicht mal auf Twitch oder mal auch Videos machen können oder so, weil alleine wird es auch immer langweilig. Vor allem zu streamen alleine so. Es ist nicht gerade das Allerbeste. Deswegen können wir gerne anschauen, wir können gerne dann auch gerne was aufnehmen, solche Sachen. Oder wenn ihr auch welche Projekte macht oder sowas, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Kann ich mir auch überlegen, ob ich vielleicht dann dabei sein möchte oder nicht. Aber ja, und ich versuche jetzt auch meinen YouTube-Kanal sozusagen mit besseren Content. Was ich eben bis jetzt immer gemacht habe, ist sozusagen, dass ich eben eigentlich, was ich geschnitten habe, ist einfach vorne, hinten weg, dann zwischendurch, wo ich im Zeitraum was habe und so, versuche ich es trotzdem auch besser zu schneiden auch. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch bei dreimal nur bleiben können. Und dann so als Erholung, wo ich dann einfach sage, so, jetzt zocke ich was, ich habe Leute, die mir zugucken, wo ich dann selber sehe, dass mir das was bringt, in irgendeiner Form und Weise. Werde ich dann eben auf Twitch streamen. Dort kriegt dann eben alles so ungeschnitten auch mit. Und so. Auch wenn ich relativ wenig wegschneide, was eben nicht passend ist oder so. Weil das Problem ist auch, wenn ich zum Beispiel jetzt dann irgendwas ist sozusagen, was eben jetzt nicht reinkommt, also wenn ich jetzt schon mit dem Traktor überschlage oder so. Da habe ich vielleicht aufs geredet und wie will ich das dann zusammenschneiden? Das habe ich, glaube ich, am Anfang immer gemacht. Auch das ist mir auch, glaube ich, ein, zwei Mal passiert, dass mir was total Lustiges passiert ist. Vor allem GTA ist das öfters der Fall. Zum Beispiel einmal mit der Szene, wo ich ja dann einen Kaffee trinken war und dabei mir das die Polizei mir noch was rausgebracht hat. So. Das war im Schnitt eigentlich weniger Arbeit als erwartet, aber es hat trotzdem ungefähr 10-20 Minuten gedauert, bis das geklappt hat. Weil ich brauchte einmal ein Bild, ich brauchte einmal Hintergrund, so ein bisschen so und das Feeling dann dabei, so, das hat Zeit in Anspruch genommen. Aber ich fand es wirklich einfach so geil, mal sowas zu machen, so. So, das wird es eigentlich auch öfters geben, dass ich so sage, so, ich tue trotzdem was rausschneiden, du musst euch Sachen. Bei Hofbergen war eben öfters auch der Fall, wo ich zu spät dann düngen oder so. Ja, ein Bauer hat mir das Dünger vorbeigebracht und so. Also da überlege ich mir schon manche so Sachen, solche, wo ich dann einfach sozusagen auch eine leichte Story, so ein Roleplay in ein normales, komisches Projekt reinbringe, was eben nicht dafür ausgelegt ist, damit ich euch einfach auch unterhalte zwischendurch, weil stur Let's Play zu gucken kann irgendwie langweilig sein, deswegen möchte ich mir solche Kleinigkeiten auch sozusagen einfach. Also sozusagen auch dann, ihr schaut Let's Play, aber zusätzlich habt ihr auch sozusagen ein bisschen Realismus dabei auch. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Hier vorne, wie wir sehen, ist glaube ich eben die BGA. Wenn mich nicht alles täuscht. So, ich weiß trotzdem einfach stur die Runde. Ich habe vor, bin es vor, jetzt das wieder hochzugeben und wieder neu anzufangen. Und wir haben eben abgeschlossen, das heißt, wir heben es an, drücken X. Und schließen zumindest hier diesen Auftrag ab. Achtung, nicht erschrecken, gleich springen wir vom Fahrzeug raus. Das heißt, wir haben abgeschlossen, das heißt abschließen und weg ist das Fahrzeug. Hier sehen wir auch bei Missionen eben, dass hier dieses Feld hier diese schönen Steine auch hat. Und wir haben 1407 Euro verdient. Freut mich umso mehr. Umso mehr, umso mehr. Und was wir hier machen, könnt ihr mir gerne noch immer in die Kommentare schreiben, weil ich habe null Ahnung. Wie wir hier aber schon sehen,
diese Sachen sind schon schön dabei. Hier haben wir weniger, hier haben wir was. Und da haben wir was. Wir gucken mal hier unser schönes Menü. Was uns das Menü sagt. Und zwar, wo haben wir denn? Was sind denn Produktionen? Hier sehen wir eben Tomaten. Behalten, wir wollen sie eben eigentlich behalten. Okay, 16 Liter, was sind 16 Dinge? 16 sind 5, okay, ich versteh's. Aber wir müssen noch nichts weggeben, weil das ist dann noch nicht so wirklich voll. Hier auch nicht. Hier die, da kommt noch etwas drauf, also zumindest wird mir das voll angezeigt, denke ich mal. Wir haben auch noch genug Blatt. Und hier gerade gar nicht, dass es noch voll ist, weil wir hier mal sehen. Nachdem es noch läuft, so kommt da dann noch was drauf, denke ich, der kommt von links so und wird immer weiter raufstocken. Da warten wir, bis es voll ist, so. Gucken wir mal hier. Hier haben wir schon mal ein paar Eier. Ja. 100%, 30, 19, 612. Ich schaue nicht aus, mal kurz in unserem Tiermenü. Und die Reproduktion über 50, jo, das passt eigentlich, Getreide haben wir genug. Das heißt, hier die überleben auch ohne Probleme. Und ja, dann würde ich auch sagen, war es auch schon mit diesem Bio. Hier, S21 Projekt Frankreich. Würde mich freuen und bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Folge und bis dorthin sage ich dann, ciao.